Hallo zusammen, vor kurzem habe ich das alte Relikt in einer Kiste gefunden. Damals im Franzwörtli einfach nicht in meinen Kopf gegangen. Aber heutzutage habe ich eine App und kann fließend Japanisch. Ohayo gozaimasu! Und darum habe ich mich gefragt, machen all die digitalen Tools das Lernen für uns einfacher? Und vor allem, was lernen wir überhaupt noch, wenn Maschinen für uns das Denken übernehmen? Ich bin der Osam Polat. Bildschirm zieht mich an wie Motteslicht. Für Swisscom gehe ich der Frage nach, wie die Digitalisierung unser Leben verändert. Okay, wow. Wenn der Geo-Unterricht früher so ausgesehen hätte, hätte ich ein bisschen mehr mitgenommen als ein paar Hauptstädte. Du musst dir vorstellen, dass eine ganze Klasse in einer Landschaft sein kann, als Hologramm. Kann sich umschauen, kann mit der Lehrperson diskutieren. Das ist virtuell und sozial zugleich. Das ist übrigens die Bildungsexpertin Rahel Job. Ohne sie hätte ich mich in dem Thema komplett verloren. Wir haben uns in Lausanne bei Inverse getroffen. Das ist ein kleines Startup, das aber ganz gross denkt. Dank ihrer Live-Hologramm-Technologie werden wir uns schon bald als Hologramm Hoi und Tschüss sagen. The brain really perceives reality in 3D. But 20th century technology has bring us to use 2D. With the screen always dividing each other and with the content. With our software, we can break this barrier. We can really be 3D holograms in the same virtual room together, in real time especially. So zero latency is going to be key to engage socially together. Kurzes Intermezzo, Zeit für meine Klavierstunde. Oh shit. Easy. Werde ich in 3 Wochen zum Lang Lang? Es ist 2021. Für das brauche ich heutzutage wohl keinen Lehrer mehr, oder? Manchmal ist ein Intelligenzprogramm sehr hilfreich. Nämlich dann, wenn es um Algorithmen geht, wie zum Beispiel beim Wörtli-Lernen. Dort kann ein Algorithmus einfach viel besser entscheiden, wann kommt welches Wort wieder dran. Aber immer wenn es um Sozialkompetenzen auch geht, dort ist die Lehrperson wieder sehr wichtig. Okay, Google, was müssen wir lernen? Lernen ist für den Kopf wie Essen für den Körper. Okay, Google, da rufe ich lieber am Dr. Do an. Hey, Dr. Do. Hi, Osam. Ich habe gesehen, dass die Uni Bern einen neuen Studiengang anbietet. Künstliche Intelligenz in der Medizin. Braucht das jetzt, weil Maschinen im OP den Tod angehen? Und wenn ja, was muss man denn noch lernen, wenn die richtigen Menschen nicht mehr operieren lernen? Also es ist jetzt sicher so, dass wir digitale Assistenten in und um der OP herum haben, die uns unterstützen primär, wo uns zum Beispiel zeigen, wo sind unsere Instrumente oder wo sind Organgrenzen. Für das braucht man eine Übertragung ohne geringste Verzögerungen. So, das ist relevant. Ah, das benutzen wir heute schon. Bist du ein richtiger New School Arzt, Dr. Do? Ja, ich glaube, das ist auch schon länger, dass digitale Unterstützung in der Medizin wichtig ist. Es braucht schlussendlich auch jetzt noch weiterhin die ärztliche Intuition und auch, dass jemand die Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt für die. Ich glaube, das bleibt auch noch länger bestehen. Das kenne ich aus dem Schach eigentlich, dass KI und die menschliche Intuition sich gegenseitig verstärken. Das ist eigentlich fast das Gleiche wie operieren. Smooth Themawechsel. Alle reden über die Deepfake-Videos. Und jetzt habe ich so eins bekommen. Boy, boy, boy. I am just a little boy. I just want to play cowboy with all the other little boys. What? Das bin ja ich! Als Betroffene hat es mich natürlich Wunder genommen, was der Jugendmedienschutzbeauftragte Michael in Albon zu Deepfake-Videos meint. Wir haben noch gar keine sozialen Normen für den Umgang mit solchen Videos. Wir müssen zuerst mal lernen, wenn sie sinnvoll sind, wenn sie nützlich sind und wenn sie es aber nicht sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns um unsere Medienkompetenz kümmern. Und über unsere Kinder am besten schon im Kindergarten. Habt ihr gehört? Es ist nicht okay, mich singen zu lassen. Okay, das ist ein bisschen frustrierend. Schachspiel ist viel einfacher. Macht mir wahre Hässig. Ich weiß nicht, ob die App mich versteht. Ich glaube, die Lektion hier ist relativ einfach. Übung macht den Meister. Was mir bei dieser ganzen Sache fehlt, ist das Soziale. Vor allem jetzt am Anfang müssen wir mega viel bringen, wenn man über auf die Schulter klopft und mir das Gesicht lügt und sagt, du bist ein Naturtalent, Osan. Könnt ihr euch noch vorstellen, dass man in Zukunft in einer Reihe sitzt und auf eine Wandtafel schaut, um etwas zu lernen? Ich mir auch nicht. Ist die Schule der Zukunft eher ein Hightech-Labor? Der Javier Bello von Inverse, am Startup, das mich in ein Hologramm verwandelt, der sieht hier grosses Potenzial. The digital future is live, is interactive, is immersive.
So we are going to hop seamlessly between different walls, and one of them is going to be the school. If we think about going back to the desert for the rock formation class, the student will be able to control a virtual camera in this space, zoom in, zoom out, get closer to the animals, to the plants. So this is really becoming an interactive experience for the students that they can explore even without the teacher. Wir sind immer noch Menschen aus Fleisch und Blut. Und gerade in der Primarschule ist der Kontakt zwischen den Kindern und mit den Lehrpersonen vor Ort enorm wichtig. Das heisst aber nicht, dass Virtuelle nicht auch mal Platz haben. Für mich ist das Zauberwort Digitalkultur. Die Kinder sollen selber lernen, welches Medium brauchen sie für was. Und das kann heissen, dass ein Kind zum Beispiel mit einer VR-Brille sich in ein Thema einschafft. Das andere Kind schafft mit einem Buch, ganz herkömmlich. Okay, genug gelernt. Jetzt brauche ich definitiv meine wohlverdiente Schulferien. Und das Wookie-Heft, das landet im Estrich. Zückt euch Spickzettel, ich fasse die drei wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, Software und Apps helfen uns, neue Sachen zu lernen. Aber wo, wen und wie, das bestimmen immer noch wir mit unserem Mobile Device of Choice. Aber was wir für Gemeinschaft in der Zukunft brauchen, das können uns nur Menschen beibringen. Zweitens, wir lernen, wie wir mit der künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten können. Und wir lernen uns mit anderen Meinungen auseinandersetzen und die zu beurteilen. Es braucht also eine grosse Portion Medienkompetenz. Je früher, desto besser. Drittens, im Schulzimmer von der Zukunft wird analog und virtuell so kombiniert, wie es für uns am besten passt. Und damit der Switch von Realität zu Realität smooth klingt, braucht es die richtige Infrastruktur. Okay, jetzt aber wirklich genug gelernt für heute. Wie immer, für Fragen, Kommentare, Business Meetings und Dates, schreibt mir da unten.